Was brauchen wir? Das war die große Überschrift über dem Herbstcamp des jungen DT. Es wurden Fragen diskutiert, wir brauchen zum Beispiel Fragen, wir brauchen ein Zuhause, wir brauchen zum Beispiel aber auch Geschichten. Und heute möchten wir Sie einladen, sich mal anzuschauen, was den Jugendlichen und Kindern zu all diesen Themen eingefallen ist. 11 Tage lang haben sich bei diesem Herbstcamp 2011 72 Teilnehmer zusammengetan mit 14 Künstlern. Die jüngste Teilnehmerin war dabei 7 Jahre alt, die älteste 81. In 6 Einzelcamps mit großen Überschriften wie zum Beispiel »Wir brauchen Perspektiven«, »Wir brauchen Fragen« und »Wir brauchen Stimme« tauchten bei der Zusammenarbeit immer wieder neue, weitere Fragen auf. Darf ich mich lieben? Ein anderes Wort für Abhängigkeit? Wie viel Angst kann ich aushalten, ohne dass sie mein Handeln bestimmen? Ich shoppe, also bin ich. Würden wir ohne Ruhe nicht viel freier leben? Brauchen wir nicht eher einen guten Gesprächspartner als das Theater? Stillen Veganerinnen eigentlich ihre Babys? In einem der Camps fanden die Teilnehmer heraus, dass sich wunderbar ungewöhnliche mit bekannten Instrumenten kombinieren lassen. Die Musikanten zogen an diesem Nachmittag dann beinahe durchs ganze Haus, fanden an immer neuen Plätzen ihr Publikum. Und wer Musik machen kann, der kann natürlich auch tanzen. Nicht nur wir, vor allem das Theater braucht Geschichten. Und die wurden an diesem Tag auf dem Malerboden vorgestellt. Wörter und Notizen gab es in Hülle und Fülle. Scheinen. Sinn. Ponyhof. Dann werde ich euch mal versuchen, in dem Rahmen, den mir da ermöglicht ist, diesen 20 Minuten, glaube ich, etwas kurz, was ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Ein Teil war, ich habe mich mit meiner Generation befasst. Und an allen Tischen wurde heftig vorgelesen und diskutiert. Es ging zu wie im berühmten Taubenschlag. Sowas nennt man, da ist ordentlich Leben in der Bude, in diesem Fall im Deutschen Theater. Ruhiger zu ging es in Zelten, die auf dem Vorplatz aufgestellt waren. Hier wurden Fragen gestellt, beantwortet und auch wieder Geschichten erzählt. Wenn Sie fertig sind mit der ersten Runde, haben Sie die Möglichkeit, selbstständig ein zweites Zelt Ihrer Wahl auszusuchen. Bitte beachten Sie dabei, dass nur 2 Personen pro Zelt erlauben sind. Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, konnte auch nicht widerstehen und war neugierig, was denn nun genau in diesen Zelten passiert. Und da gab es das Mädchen eine ganze Reihe von Fragen gestellt, die sicher Fragen sind, die sie sich selber stellt. Wie gehen die Eltern mit einem um und braucht man die anderen, um ein gutes Gefühl von sich selber zu haben und so weiter. Also viele Fragen, die man eigentlich auch selber erkennt, die man sich aber natürlich nicht mehr so hartnäckig und häufig stellt. 2 Projekte aus dem Herbstcamp weisen über diese 11 Tage hinaus. Sie werden am DT noch eine wichtige Rolle spielen. Die Odyssee und das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer war diesmal aufgebaut im Saal des Deutschen Theaters und wurde eingerichtet und ausgestattet von den jungen Menschen, die hier während des Herbstcamps aktiv waren. Im nächsten Jahr wird das Kinderzimmer vor dem Theater aufgebaut. Dann sollen dort wieder Aufführungen stattfinden und dafür wird das Kinderzimmer auch vergrößert. Es geht um eine Göttin. Es geht um eine Göttin, die
Die einen Mann finden will. Es geht um eine Göttin, die sich an reife Männer ranschmeißt. Die Odyssee ist ein Projekt, an dem gleich mehrere Generationen arbeiten. Das Ensemble aus Jugendlichen und jung gebliebenen Spielern nimmt Homers Epos zum Ausgangspunkt von Geschichten über das Unterwegssein. Premiere ist am 5. Februar 2012. Das Herbstcamp des jungen DT. Viele Fragen wurden gestellt, manche beantwortet, neue aufgeworfen. Am Ende formulierten einige Teilnehmer ihr ganz persönliches Fazit. Wir wollen Freiheit nicht denken. Wir wollen darauf schweben, wie auf einer Wolke. Wir wollen Freiheit fühlen, so intensiv wie nur möglich.